Die Frage kommt recht häufig. Woran erkenne ich bitte, wer mein Profil oder auch meine Facebook-Fanpage abonniert hat? Bevor ich darauf eingehe, vorweg erstmal folgende Klarstellung. Was heißt das eigentlich mit abonnieren? Was wird denn da genau abonniert? Was erfahren denn die Leute, die mich abonniert haben? Also, abonniert werden können ausschließlich öffentlich gepostete Beiträge. Das jetzt also erst einmal zur Beruhigung aller, die jetzt gerade schon gedacht haben, mein Gott, will ich alles gar nicht, sollen nur die sehen, die es sehen sollen und keine anderen. Genau das legst du ja fest, jedes Mal, wenn du einen Beitrag erstellst, legst du ja hier fest in diesem Bereich, ob du das öffentlich postest oder einem anderen Bekanntenkreis, Freundeskreis zugänglich machst oder ob auch nur du das sehen darfst oder nur ganz bestimmte Personen, bestimmte Listen, die du vorher angelegt hast. Das legst du ja bei jedem einzelnen Beitrag fest. Deine Einstellungen werden dann für die nächsten Beiträge übernommen, bis du das wieder änderst. Also, das ist grundsätzlich die Einstellung. Soll was öffentlich gemacht werden oder soll es in einem kleineren Kreise geteilt werden? Das erstmal grundsätzlich zum Verständnis. Und abonniert werden ausschließlich Beiträge, die öffentlich gepostet werden. Also du behältst die Kontrolle darüber, was veröffentlicht wird. Das vorweg. Was heißt denn jetzt nun abonnieren? Abonnieren bedeutet, dass immer, wenn etwas deinen Veröffentlichungs- und Abonnentenstatus entspricht, den du vorher festlegst, dass das dann dieser Gruppe gezeigt wird. Du hast zwei Gruppen zur Auswahl und ich zeige dir jetzt, wo du das festlegst und wie du das festlegst. Dafür gehst du einmal hier oben auf den Dropdown-File und dann auf den Punkt Einstellungen. Wenn du das anklickst, springst du sofort rüber auf den Punkt Allgemein und dann sind meine Passwörter zu sehen und Co. Das möchte ich jetzt nicht, auch wenn ich das nachher schwärzen könnte. Aber der Einfachheit halber habe ich mir hier jetzt einen zweiten Tab geöffnet und bin dann schon soweit rübergesprungen. Also dieser Punkt wird normalerweise dann angezeigt und ich bin dann schon runtergegangen auf den Punkt, der jetzt interessiert, nämlich den Punkt öffentliche Beiträge. Also oben rechts auf den Dropdown-File, auf Einstellungen und dann kommst du hier auf öffentliche Beiträge. Und dann ist es hier interessant, was du hier einstellst. Du kannst eben sagen, meine öffentlichen Beiträge, also das, was ich öffentlich poste, was jeder sehen darf, darf nur denen mitgeteilt werden, die tatsächlich zu meinen Freunden gehören. Wann macht das Sinn? Das macht, also aus meiner geschäftlichen Sicht überhaupt keinen Sinn und auch nicht aus meinen persönlichen Erfahrungen und aus meiner Art und Weise, wie ich Social Media nutze. Es macht dann Sinn, wenn du große Sorgen hast, dass irgendetwas, das du als Beitrag veröffentlichst, von jemandem gesehen werden kann, der nicht zu deinem von dir definierten Facebook-Freundeskreis zählt. Also du hast hier ja nur die zwei Möglichkeiten, entweder öffentlich oder aber die Abonnierten abonnieren können mich nur meine Freunde. Das ist mal eine ursprüngliche Variante gewesen, bevor Facebook uns noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, um eben einzuschränken, wer welchen Beitrag sehen kann oder auch nicht. Aber das waren so die Grundzüge. Also, wir wissen, abonnieren heißt, derjenige, der dein Profil oder deine Facebook-Fanpage abonniert, bekommt in seinem Newsfeed nur die Beiträge zu sehen, die du öffentlich postest. Das würde auch bedeuten, wenn jemand aus deinem Freundeskreis, der sowieso automatisch standardisiert deine Beiträge im Newsfeed sieht, der würde dann sozusagen zweifach die Erlaubnis haben. Ja, sinnig, nicht sinnig? Komisch. Ich finde irgendwie eher nicht sinnig.
Aber okay, es ist so, wie es ist. Zweite Variante heißt öffentlich. Das bedeutet, es ist so, dass diese Beiträge allen gezeigt werden. Okay, wirst du dich jetzt gerade fragen, was soll das? Ich habe doch sowieso den Beitrag auf öffentlich gestellt, kann doch auch so jeder sehen. Also was soll das hier? Warum sollte mich dann jemand abonnieren? Nehmen wir mal folgende Situation an. Ich gehe jetzt mal wieder zurück auf die Frontseite. Du siehst, ich habe hier 343. Ich habe hier 343 Freunde, also Facebook-Freunde. 343 Facebook-Freunde und es gibt vielleicht noch ganz, ganz viele andere Menschen, die sich für das interessieren, was ich so tue, die mir aber keine Freundschaftsanzeige schicken wollen. Weil, ja, warum auch immer. Weil sie denken, nee, mich interessiert das zwar, aber befreundet sein will ich mit der Frau jetzt nun auch nicht unbedingt. Oder, ja, ich möchte auf dem Laufenden bleiben. Ja, aber meine eigene Freundesliste ist dicht und nicht noch ein Freund. Oder ich habe die Grenze von 5000 Freunden schon erreicht und jetzt möchte ich nicht. Ich hätte sie gerne noch zusätzlich mit eingeladen, aber dann müsste ich irgendeinen anderen rausschmeißen, das will ich auch nicht. Nee, ich abonniere sie. Dann bekomme ich zumindest mit, was die Karmsplit da so vor sich hinschreibt und öffentlich postet. Dann werde ich in meinem Newsfeed darüber informiert, auch wenn ich nicht mit ihr befreundet bin auf Facebook, also nicht Facebook-Anzeige. Hier besteht eine engere virtuelle Beziehung in Form von A kennt B, sondern hier heißt es einfach für Facebook dann B mag A kennen oder A mag B kennen, ja, eventuell oder auch nicht, Fragezeichen, keine Ahnung. Interessiert Facebook in dem Moment aber nicht. Facebook sieht, aha, was A da schreibt, das interessiert B und deswegen hat B gesagt, ich abonniere das mal. Stellt euch das vor wie ein Zeitungsabonnement. Das ist ja ein öffentlicher Beitrag, kann jeder lesen, so wie jeder auch die Zeitung lesen kann, wenn er am Kiosk steht und sich die gekauft hat oder am Kiosk einfach so sich mal umsieht oder auch öffentlich aushängende Zeitungen mal studiert, kann ja auch jeder lesen. Das ist also öffentliche Beiträge und ich abonniere das, damit ich da auch nichts Wichtiges, was mir wichtig ist, verpasse. So, das ist also der Punkt, wie du das einstellst, wer deine öffentlichen, ich betone deine öffentlichen Beiträge abonnieren darf. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes als, ich nehme nicht jede Freundschaftsanzeige an. Das erscheint dann hier oben. Und wenn ich die dann ablehne, dann ist das bei ihm dann eben so, dass er nicht mein Freund ist oder sie ist dann auch nicht meine Freundin. Aber sie hat trotzdem die Möglichkeit, dann automatisch kann man das eben so einstellen, dass es automatisch so ist, dass es dann eben kein Freund ist, aber immerhin abonniert. Das heißt, derjenige darf dann, wird dann von mir, ja besser gesagt von Facebook automatisch darauf aufmerksam gemacht, wenn es bei mir in meiner Chronik irgendwelche öffentlichen Beiträge, neue öffentliche Beiträge gibt. So, wenn ich jetzt mal auf meine Freundesliste klicke, dann seht ihr das. Dann gibt es hier den Punkt alle Freunde. Es gibt den Punkt neue Beiträge, Geburtstage, Heimatstadt, Abonnenten und abonniert. Unter abonniert findet ihr recht wenig, wen oder was ich abonniert habe. Sehr, sehr wenig, was ich abonniert habe. Und dann gibt es Abonnenten. Das heißt, hier kann jeder erkennen, das ist auch von mir nicht beeinflussbar, wer denn meine Chronik abonniert hat. Sind eine ganze Menge Menschen. Einige von denen, da sagt mir zumindest ist der Name schon mal was, die sind mir vielleicht schon mal in Gruppen untergekommen, wo ich da festgestellt habe, jawohl, also irgendwie der und der Gruppe ist mir der Name schon mal untergekommen. Aber auch bei ganz, also bei den allermeisten, muss ich ganz ehrlich sagen, sagt mir der Name nichts. Also die scheinen irgendetwas, was ich geschrieben habe, interessant gefunden zu haben und sind daher eben dazu übergegangen und haben gesagt, ups, jawohl, ich möchte das. Na, komm her hier. Oh, Himmel, komm her. So, ich möchte das ganz gerne so haben, dass ich, wenn Karmsplit nochmal was Neues öffentlich postet, dass ich das dann mitkriege. Okay,
das zum Abonnieren der normalen persönlichen Chronik. Jetzt gibt es natürlich noch die Seiten. So, da habe ich ja beispielsweise meine Fanpage, meine neue Hauptfanpage, die CS Kreuzspinnerin. Wie ist das bei den Fanpages? Also bei der Chronik ist es ja so, ich schicke eine Anzeige oder sage so, jawohl, ich möchte das gerne abonnieren, weil das ganz interessant ist, was sie da schreibt. Und das war's. Bei der Fanpage ist es auch so, ist so ähnlich aufgebaut. Bei jeder Fanpage hast du hier die Möglichkeit zu sagen, gefällt mir, die ganze Seite gefällt mir. Dann gibst du der Seite ein Like. Übrigens, halte dich nicht zurück, ich freue mich über ein Seitenlike von dir. Wenn du sagst, gefällt dir, also gefällt mir, wenn du da draufklickst, dann ändert sich das ja von gefällt mir auf gefällt dir und der Daumen hoch wird blau. Dann abonnierst du eine Seite automatisch mit. Das heißt, alles, was diese Seite dir an zukünftigen öffentlichen Beiträgen serviert, wird auch in deinem Newsfeed gezeigt. Und du kannst dann eben sagen, bei jeder Seite, die du geliked hast, oh ja, klasse, die Seite, super interessant, will ich immer sofort als erstes angezeigt bekommen in meinem Newsfeed bei den Seiten, als erstes anzeigen oder Standardeinstellungen, also nur die wichtigsten Sachen bitten oder auch sagen, nee, nicht mehr abonnieren. Das heißt, Seitenlike bleibt erhalten. Man ist also nach wie vor der Meinung, tolle Seite, aber man will nicht von jedem Beitrag informiert werden. Und dann gibt es eben hier die Möglichkeit auch zu sagen, ich möchte, dass alle Beiträge mir mitgeteilt werden, beispielsweise per SMS oder per E-Mail, wenn du das dementsprechend eingestellt hast. Oder du kannst auch sagen, nee, Leute, hier, Benachrichtigung bitte alle aus. Interessiert mich jetzt nicht wirklich. Also das sind so die Bereiche, die du da einstellen kannst. Wie erkennst du denn jetzt beim der Fanpage, wer dich abonniert hat, das erkennst du rum wieder hier. Da gehst du wieder auf den Punkt Einstellungen, aber jetzt nicht hier oben unter dem Kreuz, sondern hier in der Zeile, in der Menüzeile der Fanpage und gehst dann auf Einstellungen und gehst dann als nächstes auf Personen und andere Seiten. Na, komm her, so. Und dann kannst du hier nämlich einstellen, Personen, die diese Seite abonniert haben. Und da habe ich jetzt hier beispielsweise eine Person. Diese Person hat meine Seite abonniert, hat diese Seite nicht geliked, nur abonniert. Hat also, ja, wird informiert, wenn es irgendwas Neues gibt, aber ist eben kein Fan der Fanpage. Ja, das war's so in dem Sinne. So erkennt ihr das alles. Die Namen werde ich jetzt natürlich noch dementsprechend schwärzen, damit ihr das nicht seht. Oh, das ist die grobe Einstellung. Ich hoffe, hat euch wieder was gebracht. So könnt ihr erkennen, wer euer Profil und wer eure Fanpage abonniert hat.